Hallo neuer Beschwörer und willkommen zur Episode Nummer 2 vom Beginners Guide. Mein Name ist Marz und das heutige Thema dieser Episode ist einfach nur wertvolle Tipps in Summoners War. Die ersten Schritte, die ihr in Summoners War machen solltet. Wir gehen über die Basisfunktion des Spiels und ganz wichtige Dinge, die ihr auf keinen Fall vergessen solltet. Steckt ihr im Spiel fest, kommt ihr im Szenario nicht weiter, habt ihr absolut keine Ahnung, was ihr tun sollt, es gibt eine ganz einfache Lösung dafür. Und zwar, sucht euch ein paar Freunde. Und das ist ganz ernst gemeint. Im Spiel könnt ihr bis zu 50 Freunde adden. Und jeden Tag könnt ihr ein Monster eures Freundes benutzen, um schwierige Dungeons oder auch Szenarien zu erledigen. Zudem könnt ihr auch noch im Spiel mit euren Freunden chatten. Sucht euch also so viel Freunde wie möglich. Seid ihr ein Anfänger im Spiel, dann ist der Quest-Tab euer bester Freund. Im Quest-Tab findet ihr nämlich die Herausforderungen. Und die Herausforderungen sind wirklich der wichtigste Schritt für euch am Anfang. Im Grunde sind die Herausforderungen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, was ihr im Spiel zu tun habt. Es fängt ganz simpel an und für jede erledigte Herausforderung bekommt ihr Belohnungen. Und je länger ihr diese Herausforderung erledigt, desto weiter kommt ihr und desto schwieriger werden diese Herausforderungen. Irgendwann später bekommt ihr auch noch sehr starke Monster, die euch definitiv weiterhelfen können. Und wenn ihr dazu auch noch sehr schwierige Herausforderungen absolviert, bekommt ihr noch extra Belohnungen. Stellt also sicher, dass ihr definitiv alle Herausforderungen erledigt und euch daran haltet, weil wirklich der wichtigste Punkt, Herausforderungen. Ich kann es nicht stark genug betonen. Summoners War kann anfangs wirklich sehr bewältigend sein. Ihr bekommt Monster, negative vorteilhafte Effekte, Runen, Essenzen. Alles macht keinen Sinn im Grunde. Und dabei kann der Hilfetab euch jetzt wirklich sehr stark aushelfen. Ihr könnt den Hilfetab finden, indem ihr auf euren Namen klickt und dann auf Hilfe. Hier findet ihr alle Kategorien im Spiel. Und wenn ihr jetzt Fragen habt, zum Beispiel vorteilhafte oder negative Effekte, könnt ihr die einfach nachschlagen und sie werden euch im Spiel 1:1 erklärt. Perfekt für Anfänger geeignet. Des Weiteren haben wir auch noch neue Events. In Summoners War laufen ununterbrochen neue Events, indem ihr euch neue Belohnungen abholen könnt. Im Event und Media Tab geht ihr einfach auf den Tab Event und da seht ihr alle Events gelistet. Wenn ihr auf diesen Banner klickt, könnt ihr euch immer wieder ein paar Missionen ansehen, die erledigen und dann euch wertvolle Belohnungen abholen, die euch definitiv im Spiel weiterhelfen werden. Es ist wichtig zu erwähnen, dass viele Eventmissionen relativ simpel gestaltet sind. Daher könnt ihr sie leicht erledigen, wenn ihr einfach nur etwas spielt. Ein Beispiel für eine Mission wäre, betretet das Szenario 10-mal oder verbraucht 100 Energie. Stellt also sicher, dass ihr jeden Tag in den Event-Tab reinguckt, es lohnt sich definitiv. Und dann gibt es noch den Media-Tab. Hier gibt es sehr viel coolen Content, hauptsächlich YouTube-Videos, Livestreams oder auch Behind-the-Scene-Videos, produziert von uns, den Kollegen aus den USA oder auch aus Asien. Schaut da definitiv mal rein, es lohnt sich. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Episode Nummer 2. Das waren unsere wertvollen Tipps und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Oh, das Wichtigste wurde aber vergessen. Wir raten euch, euren Account mit einem Social Account zu verknüpfen. Solltet ihr nur als Gast angemeldet bleiben, könnt ihr euren Spielstand nicht sichern, solltet ihr auf ein neues Gerät wechseln. Ihr könnt Facebook, Google oder einen Hive-Account verwenden.